Lichtstation. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf meinem Kanal. Ich darf mich heute mal wieder zurücklehnen und darf ein Replay kommentieren. Eingesendet von Xaxo 7393 in seiner Hannover. Er muss ran gegen Patrie, Preußen, Desmo, Nerski, Elbing und Shimakaze. Sein Team besteht aus Hannover, Kurfürst, Petropavlovsk, Smolensk, Shimakaze und Smoland. Eigentlich ein richtig gut ausgeglichenes Match. Bis auf die Patrie. Ich finde die Patrie ein bisschen zu stark. Wir müssen noch ein paar Balanceänderungen ran. Aber ansonsten... Nehmen wir es ja auch Schrott. Gut gesagt. So, was haben wir hier? Die Hannover. Superschiff der Stufe Sternchen, beziehungsweise Tierstufe L, 483 mm. AP-Höchstschaden 17.300, Reichweite 21,4. AE-Höchstschaden 5.500. Bei 121 mm Panzerdurchschlagskraft. Ja, die Deutschen sind ja da sehr stark. Nehmen wir von vorne weg schon den viertelsten Pen. Wir haben ja automatisch schon Trägheitszünder. Und wir haben Feinjustierung der Sekundärgeschütze. Feuerreichweite der Sekundärbatterie und Ladezeit wird verkürzt und die Wirkungsdauer 50 Sekunden. Das heißt, wenn der seine Sekundärbatterie loslegen lässt, bricht die Hölle rein. Dann ist die Schliefen, glaube ich, ein Scheißdreck dagegen. Aber wir lassen uns überraschen, was es wird. Ich gucke mir jetzt das Replay mit euch zusammen an, kommentiere es ein bisschen. Erste Salve geht raus. Man sieht, keine hohe Geschossbahn, eher Flachbeschuss den Gegner. Und 13.000. Abfeuern, ja, die Spezialfähigkeit lädt sich Hydro, Reichweitenflieger, Heilung, ist ein Ranked Match, also sollte eigentlich ziemlich lustig werden. Preußen, ja, die Preußen hätte auch ein besseres Schiff werden können, ist ja der Nachfolger im deutschen Baum von vom Kurfürsten, der Kurfürsten dadurch ja zum Kohleschiff geworden, aber naja. Ich würde mir den Kurfürsten nicht für Kohle holen, da gibt es bessere Schiffe. Fährt natürlich schon offensiv rein. Shimakaze sollte ja dann schon folgen. Und Shima. Shima geht raus. Komm. Er durch Radar entdeckt. Shimakaze natürlich jetzt keine Chance. Voll im Hydro-Bereich. Die Hydro geht 6 Kilometer. Die Shimakaze keine Chance. Cap ist blockiert. Lass sie loslegen. Alexander Niewski. Alexander Niewski auch so ein Schiff, was... Ja, wie soll man sagen... Verkehrt gespielt von 10.000 mit 3 Overprints. Alter, gut gemacht. Oh, Patrie fällt jetzt komplett aus. Ne? Ja, Patrie ist schon schnell und auch mit den 431ern echt stark. Jetzt muss er nämlich aufpassen, weil dieselbe kann ihn ordentlich knüppeln. Und er kann die besondere Fähigkeit einsetzen. Dadurch bricht dann auf den Gegner die Hölle rein, aber er wartet noch. Petropavlovsk hat die Shimakaze rausgenommen. Er natürlich steht super im Cap, blockiert super das Cap. 5 Minuten Spiel, 60.000 Schaden. Korrigiere, 83.000 Schaden plus... Ah, die Sekundärbatterietreffer gehen hoch. Jetzt kippt er hier durch. Preußen schon auf der Flucht. Patrie fährt rum. Shimakaze steht irgendwo im Nirgendwo. Er gespottet. Elbin kann ihm nicht viel machen.
er wird jetzt gerät unter Beschuss von der Preußen. Preußen jetzt auf ihn abgesetzt. Aber er hat den Cap noch vorher geholt. Er hat den Cap vorher noch geholt. Sein Hauptturm klemmt ein bisschen. Repariert nicht sofort. Schießt jetzt nur mit dem einen Frontgeschütz. Und jetzt geht's hier los. Oh, die Hölle bricht auf die. Die Hölle bricht los auf die Preußen. Oh, die arme Elbing, ey. Was haben wir? Feuerreichweite plus 12, Ladezeit minus 20. Oh, wenn da noch die Genauigkeit hochgehen würde. Wasserlinie. Großes Kaliber 15.000. Jawohl, ja. Hinter ihm jetzt schon die Patrie. Smolensk, nichts gegen die Patrie. Beide Seiten der Sekundärbatterie schießen schon. Oh, Lütchens hat sich aktiviert. Er hat 100 Sekundärbatterietreffer. Jetzt wird es hier richtig unangenehm. Weil auch die Ladezeit sich jetzt nochmal von der Sekundärbatterie verändert. 12.000, Alter, was hier rauskommt mit drei Lummeln. Alter, das ist so, das ist schön, sowas sich anzuschauen. Weil ich bin jetzt derjenige, der in der Preußen sitzt und sich so denkt, so, das ist ein Arsch, schießt der mich hier runter, ey. Er steht eigentlich nur in einem Cap. Lässt die frontal, nimmt jetzt Beschuss von drei Leuten auf. Zündet Hydro. Ja, da kommen Torpedos, aber die gehen glaube ich zugleich. Ja. So, Patrie ist raus, Sekundär, Nahkampfexperte. Patrie ist raus, 200.000 Schaden, 8 Minuten gespielt. Ja, knacken wir 300? Kriegen wir 300 in dem Gefecht? Sieht noch gut aus. Da kommen Torpedos. 306 Sekundärbatterietreffer. Oh, ist das schön. Das ist schön. Aufklärungsflugzeug zerstört. Der Pott ein bisschen lahmarschig. Viel hat er erst wieder in der Minute, aber ich glaube, den brauchen wir auch nicht. Oh oh. Oh oh. Nevsky. Das wird wehtun. Das wird aber sowas von wehtun. 11.000. Plus die Sekundärbatterie, das ist ja gerade die Hölle für den. Die lädt ja so schon übelst krank nach. Holla die Walfe. Der tut mir gerade richtig leid in seiner Nevsky. Oh, ich muss da an den Clan-Kameraden denken. Der tut mir da richtig leid. Der liebt dieses Schiff. Zack, weg ist er. Haha, schön. Achtung. Sagst du, Torps, ne? Hast du gesehen? Nett. Nicht den Torpedomagneten einschalten. Oh, Brems. Oh, den kannst du streichen. Oh, hat gepasst. Den hätte er streicheln können, Alter. So, nächstes Schiff geht raus. Adieu, Preußen. Smolensk hat sich den Kill gestealt. Unser Sieg ist in Sicht. Er hofft noch eine Elbing. Und noch eine Full Life Desmo. Ach, die hat keine Chance mehr. Die Desmoins hat keine Chance mehr. Dafür steht ihm noch die Hannover gegenüber. Er stand eigentlich die ganze Zeit nur in einem Cap, hat seine Sekundärbatterie wirken lassen. Der Gegner ist dämlich um ihn rumgefahren.
Torpedos direkt voraus. Oh, das sieht gut aus. Ah, einen nimmt er mit. Und gleich ein Wassereinbruch. Überlebt das? Überlebt das? Da ist er. Und die Hölle bricht los. Die Hölle bricht los. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja. Tschüss. 511 Punkte. Willst du mich verarschen? Er hat noch 511 Punkte. Alter, das ist Leben am Limit. That's the spirit. Ah, gar nicht gefährlich. Oh yeah. Boah, schöne Salve. 162k. Das war eine richtig schöne Salve. Ey, das ist richtig schön dazu zu sehen. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir, da dabei zuzuschauen. Oh. Schön. Und er heilt sich jetzt hier nochmal hoch. Bis auf 20.000 wahrscheinlich. Ja? Tschüss, Desmo. Bye, bye. Have a nice time. Das ist Goldliga. Das ist absolute Königsklasse gerade. Alter Schwede. Und keine Abschlachtrunde. Du hast noch einen Reichweitenflieger, aber das brauche ich dir, glaube ich, nicht zu sagen. Damit hätte man auch über den Berg gucken können. Jetzt hat die Desmo noch die Smolensk rausgenommen. Er hat kein Heal mehr, muss jetzt aufpassen. Da geht es auf 1000 Leben noch, also ich bitte dich. Das macht die Sekretärin jetzt nebenbei. Oh. 400. Ach komm, wir müssen Damage farmen. Ah, diese Streuung der Granaten. Pack. Schön gespielt. Wirklich ultra nice gespielt. Hast du hier. Sag so. Es war ein Augenschmaus, dir zuzugucken. So, was hat er denn gemacht? 270.000 Schaden. Für die 300.000 hat es nicht gereicht. 4 Schiffe versenkt. Leider hätte ich den. Also, ich hätte jetzt gerne noch den Kraken gegönnt. 624.000, na, da werden roundabout 320.000 übrig bleiben. 10.275 Free XP, 4.515 EP. 408 Zieltreffer mit der Sekundärbatterie, 54 Zieltreffer mit der Hauptbatterie. Zerstört 4, Brände 5, eine Zitadelle, 1 erobert. Unterstützer, Nahkampfexperte, Dreadnought und Großkaliber. 2487 Grund-EP, fast 1000 Grund-EP mehr als der Zweitplatzierte. Rang 4 ist sicher. Ja. Schönes Ding. Gucken wir mal, was hat hier die Sekundäre gemacht? Die Sekundäre hat 91.000 gemacht, die Hauptbatterie 157.000, Brände 22.125, weggetankt 2,5 Millionen, Spotting Damage 74.000, also knapp an die 75.000, Patrie 105.000, Nevsky 42.000, Desmo 30.000, Elbing 9.000, also 10.000, Preußen 75.000 und Shimakaze hat natürlich überhaupt keine Chance. Hätte er am Anfang noch die Shimakaze gekriegt, das hätte ich ihm gegönnt, den Kraken.
Muss ich so sagen. Den Kraken hätte ich ihm gegönnt. Ja, sage ich, 202.000 bleiben unterm Strich übrig. 37.000 freie Kapitäns-EP. Wunderschön, wirklich. Lütchens war wohl drauf. Das hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich wieder euch einen Replay gönne. Bis dato, abonnieren nicht vergessen, kommentieren, Like da lassen. Und ihr unterstützt mich ein bisschen in meiner Arbeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen.